Heute schreiben wir den 26. Dezember 1958 in Glochingen. Aber ich glaube, überall ist die gleiche Zeit und auch die gleiche Stunde. Jetzt haben wir 15 Uhr und 8 Minuten. Nachmittags natürlich ist es. So, meine lieben Freunde, wie wir gerade heute so nett beisammen sind, möchten wir die Zeit, wie ich oben schon sagte, so nützen, indem wir doch die Zeit dahingehend nützen, dass sie für alle Menschen, für das gesamte Werk von großem Nutzen ist. Ich möchte die Zeit nicht ungenutzt lassen, nie ungenutzt lassen, denn letzten Endes ist die Zeit für uns ja so bestimmt, dass wir sie zu nützen haben. Nun wollen wir sie auch wirklich nützen. Jeder von den engsten Freunden soll und wird auch das Wissen dafür erhalten, wozu ich einst dieses Werk ins Leben gerufen und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, wozu dieses mein Hiersein, das Erdenleben, bestimmt ist. Es geht hier um bestimmte Dinge. Um das Bestimmte, das heißt, was für den Menschen so von Gott bestimmt ist. Nicht um meine, nicht um eine Bestimmung, nicht um die Bestimmung eines Menschen, auch nicht um die eines Menschen, der irgendwie wo, in welchem Lande an der Spitze steht, als regierendes Glied des Landes. Nein. Hier geht es um den ganzen Weltraum, hier geht es um das Erdenleben. Und wer über uns hier zu bestimmen hat, wie er schon bestimmt hat, dieses Bestimmte müsste der Mensch wissen. Ich glaube, liebe Freunde, zum Teil wissen Sie es, wer es ist. Es kann kein Mensch sein, sondern es kann nur der sein, der uns, der den Menschen, der diese Erde, der alles geschaffen hat. Hier diese Erde für uns, für Sie und für alle, die noch nach uns, nach den Menschen der heutigen Zeit kommen. Es geht um alle Lebewesen. Und überall da, wo Leben ist, da ist Gott. Nun will ich auch heute nicht wie eine Katze um den heißen Brei reden, sondern ich will mich auf das Wichtigste beschränken. Ich weiß, dass Menschen bisher in dem Glauben lebten, wie seinerzeit, ich denke da an das Jahr 1949, wo ich vielen Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarstaaten, mehr und mehr gesagt, fast im ganzen Weltraum bekannt wurde dadurch, indem man mich in der Art herausgeschrien, herausgestellt hat, als einen Menschen, der ich ja in Wirklichkeit in Wahrheit gar nicht bin. Man hat mir Titel zugelegt, man hat für mich Bezeichnungen gehabt, man hat für mich so manches gehabt, aber dieses war alles nur erdacht. Dieses war alles nur erfunden. Dieses war alles nur Reklame. Das war alles nur Propaganda. Pressen. Und vor allen Dingen für den, die hieran ein Geschäft zu machen glauben. Wundertäter. Wer kann Wunder vollbringen? Dieses, meine lieben engsten Freunde, werdet ihr ja am besten wissen schon, wer diese Wunder bewirkt. Nicht ich, sondern Gott ist es. Ich bin doch weiter nichts als nur ein Werkzeug.
Daher sage ich doch so oft, ich bin doch weiter nichts als nur Gott wäre, nicht Menschen. Und das, was ich bin, wozu ich hier bestimmt bin, das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen. Und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber solange das nicht richtig aufgenommen wird, solange der Mensch nicht das Richtige, die Reinheit, die Gottheit erfasst hat, solange wird dieses nicht möglich sein. Und daher soll er es von Grund auf richtig nicht erlernen, sondern erfahren. Er soll die Erfahrung selbst sammeln, er hat die Pflicht, sich selbst zu überzeugen. Er soll keineswegs zu denen gehören und zu denen zählen, wie ich sie zuvor schon kurz benannte, die mich als sonst was hier seit dem Jahre 1949 herausgestellt haben. Und das alles soll nicht sein. Ihr sollt nicht nachschwatzen, ihr sollt nicht nachreden, das, was andere vorgeredet, ihr sollt nicht das schreiben, was andere euch vorgeschrieben haben. Ihr sollt nie das tun, was andere, das heißt Menschen, euch empfehlen, euch anraten, indem sie euch nur ihre Meinung aufsuggerieren. Und dass ihr nach dieser, nach all diesen Meinungen eben lebt und strebt. Und womöglich euch danach zu guter Letzt, wie es auch zum Teil schon gewesen ist, in den Glauben versetzt. Ihr müsst das alles so tun, ihr müsst alles Mögliche versuchen, um auch ihr helfen zu können. Und ihr müsst auch versuchen, um nicht selbst helfen zu können. Kein Mensch kann ohne Gott helfen. Behilflich sein, und das kann. Aber helfen kann er ihn nicht. Es ist immer der Gleiche, der hilft. Und es bleibt bei dem, es wird nicht geändert, was Gottes ist. Aber nur der kann tatsächlich mir hierin behilflich sein, der sich voll und ganz im Dienste Gottes stellt. Der auf Gott hört, nicht auf Menschen. Und der auf das Wort Gottes folgt. Und der wirklich das tut, was er zu tun hat. Ich weiß, dass so vieles im Leben geschehen, wie Menschen mich bei weitem noch gar nicht erkannt. Ihr habt mich noch nicht erkannt. Wenn der eine und der andere glaubt, ich höre dieser oder jener, das ist nur erraten. Das ist noch nicht das Richtige. Wer und jeder soll sich von dem überzeugen, was ich für ihn bin. Und an meinen Taten, ja, da werdet ihr mich erkennen. Das heißt, an all das, was ich tue, ich tue ja weiter nichts als nur das, was ich zu tun habe. Und dann werdet ihr erkennen können, dass ich tatsächlich der göttlichen Führung stehe. Ich sorge mich nie um das, was Menschen als Sorgen angenommen, wie Menschen sich um mich und auch um das Werk gesorgt. Das alles braucht keiner. Er braucht sich nicht sorgen, sondern er braucht sich nur hier in der göttlichen Führung begegnen. Er wird das auch nicht als Sorgen, sondern wird das als Pflicht empfinden. Und dann wird er in ein ganz anderes, ein viel schöneres, ein besseres, ein Gefühl in sich tragen, dass er sagt, selbst von sich sagt, ich kenne mich nicht wieder. Aber daher muss ich jeden und gerade euch als Ängste, meine lieben Freunde, dieses wärmstens nicht nur empfehlen, sondern in euer Herz mit eingeben. Das Reden an für sich nutzt gar nichts,
wenn der Mensch das Gesprochene nicht beherzigt, wie er das empfindet. Ich gebe nie das so, wie ein Mensch es will. Ich gebe es so, wie ich es empfange. Nicht vom Menschen. Es kann und darf und muss auch ich betonen oder euch herausstellen, wie ich es von Gott selbst. Ich kann da nichts ändern und ändere auch nichts. Und wer wirklich folgt, der wird überzeugt. Vorerst wird er überzeugt von dem, was er selbst ist. Und er wird zu dieser Erkenntnis kommen, wozu Gott ihn geschaffen und ihm hier ein Ende geschaffen. Wird er sich seines Hierseins, seines Erdenlebens bewusst sein. Und er wird weiter dem folgen, dem letzten Endes alle zu folgen haben. Zu guter Letzt doch auch alle folgen werden. Soweit sie sich nicht ganz dem Bösen verschrieben, soweit sie nicht ganz dem Bösen verfallen sind, soweit sie nicht ganz fest im Glauben des Bösen liegen, soweit sie nicht schon zum Diener des Satans geworden sind. Aber all die zwischen Gut und dem Bösen leben, wir haben noch die Chance. Und diese Chance sollten Sie nutzen. Und dieses geschieht immer, wie oft ich es auch schon gesagt, erst dann, wenn der Mensch sich selbst zur Ruhe bringt. Denn das muss er zuerst tun. Die Unruhe von sich schütteln. Die Unruhe erst gar nicht aufnehmen. Sondern nur eines, die Ruhe aufnehmen. Sich zur Ruhe bewegen, sie in sich selbst aufnehmen. Und da wird er nicht nur ein gutes, ein wohlwollendes Gefühl erhalten, sondern da wird er die guten Gedanken, die Gedanken aus der guten, aus der göttlichen Gedankenquelle aufnehmen. Denn er müsste letzten Endes doch auch wissen, denn er hat das Böse kennengelernt. Er hat es gekostet. Er hat es wahrgenommen am eigenen Körper. Er hat es wahrgenommen seiner eigenen Umgebung. Er hat es an vielen wahrgenommen. Er kann heute schon sehr gut unterscheiden. Gut und das Böse. Und gerade darauf kommt es an. Und so er sich hier da dann ein Versprechen gibt, das Versprechen, das der Mensch sich selbst gibt, hat er nicht sich gegeben, sondern hat er schon Gott gegeben. Und das muss er wissen. Das muss auch jedem Menschen so gesagt werden. Aber vorerst müssen es die engsten Freunde wissen, um dieses Wissen auch wirklich beherzigen zu können, da sie das Gute ja als gut empfinden. Und so als ich selbst ein Versprechen gebe, wie ich schon sagte, hat der Gott ein Versprechen gegeben. Zu diesem Versprechen muss er Zeit seines Lebens stehen. Auch nur bei dem geringsten Zweifel fällt er wieder ab und er muss immer wieder von vorne beginnen. Er kann noch so viel Gutes erfahren. Er kann noch so viel Gutes schon im Leben getan haben. Er schenkt dem Bösen einmal Gewehr. Er lässt sich verlocken, er lässt sich verleiten. Weiß von so vielen nicht, ob es falsch oder richtig ist. Und er zweifelt das vorherige Gute an, indem er den letzten doch Glaube schenkt. Es könnte doch so sein. Also damit hat er das Gute angezweifelt. Und damit verfällt er schon dem Guten. Damit hat das Gute bei ihm aufgehört. Und von da ab drängt in ihm das Böse hinein. Und daher ist er von hier ab den Einfluss des Bösen ausgesetzt. Und dadurch verliert er den wirklich Guten, den göttlichen Schutz. Und dann wundert er sich danach und sagt, ja, wie ist denn das möglich? Also stimmt es doch, was mir einst mal einer vor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder wie viele Jahren gesagt hat. Das ist so. Ja, das hat der Mensch sich dann selbst zu schreiben, weil er sich wieder dem Bösen hingegeben hat.
dann stimmt es auch. Denn es stimmt, dass das Böse existiert. Denn das müsste ja jeder von sich selbst auch schon wissen. Nun, wer das jetzt so weiß, und wer sich von diesem soweit überzeugt hat, wer weiß, dann letzten Endes auch, zu wem er gehört. Gutes zu empfangen, heißt, wie er es empfindet, wie er das Gute beherzigt, wie er zum Guten, wie er zu Gott steht. Ich finde nun alles in allem gesehen so weit voranschreiten und könnte so viele Gleichnisse aufzählen, dass auch jeder der Ungläubigste, der sich immer wieder eingeredet hat oder der wirklich so unter den Einfluss des Bösen gestanden hat, der sagte, ich glaube nie, würde nie da und daran glauben. Aber hier wird er daran glauben. Denn im Leben steckt so viel. Jeder müsste diese vielen Lebenserfahrungen gemacht haben. Er müsste ein so großes Erkenntnisgut besitzen, dass er von sich aus sagen kann, ich habe diese und jene Erfahrung gesammelt, ich habe mich von diesem und jenem überzeugt. Ich bin überzeugt. Die Überzeugung beginnt immer an dem Menschen selbst. Wenn er von sich erst überzeugt ist, dann ist er schon von Gott überzeugt. Ich glaube, das dürfte euch auch klar sein. Das war nur eine ganz kurze Wiederholung von dem, was ich schon oft, wie auch gern, immer wieder gesagt habe. Nun, liebe Freunde, nun geht es ja um viel, viel mehr, und gerade weil ihr, wie ich euch jetzt so nett beisammen habe, unseren Freund Erich Pölz, seiner lieben Frau, unser Freund Ludwig Kellner, seine liebe Frau Grissel, unsere Anni, unsere Tölzer Anni, sagen wir immer, und unsere Dorothee Ludwig, die mich ja mehr oder weniger und erst recht besser kennenlernen durfte deshalb, weil sie aufgrund ihrer Tätigkeit hier bei mir die sie sich angesagt und sie selbst hierin nicht nur eine Pflicht, sondern ihre Lebenserfüllung gefunden hat und dass sie wirklich mit größtem Interesse dabei gewesen ist, auch hier und dort umzuschnüffeln, zu hören, zu lesen, zu sehen, sich weiter von dem zu überzeugen und es recht von die Person oder von dem persönlichen Freund. Und ich glaube, das hat sie reiflich getan. Wie ihr wisst, liebe Freunde, beeinflusse ich keinen. Ich dränge niemanden was auf, ich stelle jedem Menschen alles frei. Ich rate ihn immer wieder an, sich erst von allem zu überzeugen. Überzeugen, sage ich wieder einmal, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn der Mensch von sich selbst überzeugt ist. Zeugen beginnt bei ihm selbst. Das ist der Anfang. Natürlich musste Dorothee sich auch von sich selbst überzeugen. Früher war sie etwas anders als heute. Dies etwas, das soll sie uns nachher selbst sagen. Wie gesagt, ist es richtig. Wie ich immer wieder sage, jeder soll sein Augenmerk darauf lenken, sich nicht von Menschen, die um uns leben, beeinflussen lassen, die doch nur all das von sich geben, was sie in sich tragen, ob gesprochen oder geschrieben oder das, was sie tun, sondern dass jeder sich von dem zu überzeugen hat, über und von dem gerade die Rede ist, von dem gesprochen wird.
Denn niemand kann einen seiner Nächsten verteidigen, wenn er ihn nicht kennt, wenn er ihn nicht durchschaut, wenn er von ihm nicht überzeugt ist. Ob im Positiven, genauso aber auch im Negativen Sinne. Das bleibt sich gleich. Entweder kann er ihn vertreten, oder er kann ihn zertreten. Zertreten dann, wenn er selbst zum Guten steht und um den es hier geht, den er glaubt beurteilen zu können, ihn aber verurteilen muss aufgrund seiner Erfahrung, die er von und über ihn gemacht hat. Es kann auch umgekehrt sein, dass es einer von den engsten Freunden ist, der da glaubt, gut zu sein, glaubt, gut zu sein, und doch immer auf das Böse will, den Bösen leicht verfällt und dem folgt und nachredet, ohne sich von dem Guten oder von dem Bösen überzeugt zu sein. Man könnte sie Mitläufer nennen, das ist aber nicht Ali. Kein Mitläufer, das hat mit diesem nichts zu tun. Aber es gibt diese Art von Menschen, die das sehr leicht annehmen, die sich leicht in den Einfluss des anderen nicht nur versetzen, sondern hingeben. Dass sie dem danach ganz ausgeliefert sind. Dass sie von dem nachher nicht freikommen. Nein, jeder hat die Pflicht, wie auch ich selbst, sie hier nur habe, mich von allem zu überzeugen. Und das ist das Wichtigste, gerade wo ihr hier zu meinen engsten Freunden zählt, dass er euch immer alles in allem von allem überzeugt. Nicht fragen, nicht sagen, nicht klagen, sondern nur überzeugen. Nicht zertreten, sondern vertreten. Nicht verurteilen, sondern beurteilen. Wie gesagt, beurteilen kann ich nur dann, ob es ein Mensch ist oder wer es ist oder was es ist, wenn ich den Menschen oder den Gegenstand, um was es geht, genauestens kenne. Dann kann ich ihn beurteilen. Wenn ich den Menschen nicht kenne oder den Gegenstand nicht kenne, ja, dann kann ich ihn sehr leicht, ob ich es will oder nicht, verurteilen, aufgrund meiner Unkenntnisse. Also Kenntnisse muss der Mensch schon haben. Hier liegt ja der wichtigste Kernpunkt überhaupt, dass man die Pflicht hat, sich von seinem Nächsten so zu überzeugen, damit man ihn durch all das, was er nicht nur an sich selbst getan, sondern an seine Nächsten, womöglich auch für ihn schon getan hat, leicht erkennen kann und sich von diesem zu überzeugen. Nun, liebe Freunde, und dazu wollte ich heute doch so einiges hören. Und ich stelle nur eine Frage. Warum kommt ihr zu mir? Das heißt, warum steht ihr zu mir? Und warum schafft ihr für das Werk? Warum seid ihr überhaupt hier? Fühlt euch angezogen? Ist es nur Neugierde? Oder versetzt euch nun den Glauben? Ist es etwas in euch, was ihr noch nicht erkannt habt, was euch dazu bewegt, dass ihr einfach hier sein müsst? Gerne hier sein. Gerne hören auf das, was ich sage. Wenn ja, da kommt noch eines dazu, dass ihr das gehört habt. Fragt euch selbst nicht, warum, wieso ist es möglich? Hat manch ein Mensch gesagt, ja, warum habe ich es verdient? Ich bin doch ein sündhafter Mensch. Ich habe doch im Leben nie Gutes getan, sage ich, ja, lieber Franz, jetzt sprechen Sie die Wahrheit. Sie sind zur Wahrheit übergegangen, in der Lüge groß geworden, zur Wahrheit übergegangen. Sie sind zur Selbsterkenntnis gekommen. Soeben sagen Sie, Sie sind es nicht wert, dass Sie derartig zu sehen, zu hören bekommen, dass Sie sich von vielen Dingen überzeugen dürfen, wie sie auch überzeugt worden sind.
von dem Menschen auch nicht das Geringste mehr gewusst haben. Und da staunt er mich, aber gerade dieser eine Punkt, dieser eine Moment ist es ja, wo er ehrlich geworden ist, wo er zugeht. Man spricht auch so oft, wie Menschen es so oft von sich sagen, den Schweinhund, den du in dir hast, den musst du erst im freien Lauf lassen. Den darfst du nicht in dir tragen, den musst du ablegen. Mit dem darfst du nichts Gemeines mehr haben. Sonst musst du Gemeines mit ihm tun. Den Schweinhund, ich meine, was Menschen hierunter unter diesem Wort verstehen, brauche ich nicht mehr groß betont herauszustellen. Aber es geht um so vieles, vieles, vieles mehr, meine lieben Freunde. Wo wirklich viel noch nicht gewusst hat. Ich selbst habe nie auf Menschen gehört. Und wenn ich ihm etwas Gehör geschenkt hatte, da kam ich in den Dallas hinein. Da wurde ich verzerrt. Und da gab es auf diesem meinem Weg, der für alle Menschen bestimmt ist, einen Stopp. Da musste ich erst Ordnung schaffen. Und die Zeit habe ich jetzt dazu vergeudet, um Wertvolleres schaffen zu können. Ich darf mich nicht hinzerren lassen. Ich denke an das Pressearchiv. Das ist sehr groß, das hat sich sehr angehäuft. Wenn ich das zusammenfasse, das hat einen Meter schon überstiegen, kann ich sagen. Oder nicht? Ja, ein Meter hoch überstiegen. Liebe Freunde, da ist so viel Schmutz. Ich sage 99% Schmutz und Schund. Das ist die größte Schundliteratur, die es überhaupt gibt, die überhaupt existiert. Wie man Gröning verurteilt hat. Nicht beurteilt. Und ich frage euch, habe ich mir jemals was draus gemacht? Nur meine Umgebung hatte ich zu beruhigen. Und ich will es immer wieder sagen, gib mir den Artikel, hör auf und sag mir nichts, ich will davon nichts hören. Ich habe dieses Papier, diesen Dreck, gesammelt. Es hat heute einen sehr hohen Wert. Aber ich bin keineswegs erregt gewesen. Wohl wie wenn ich, das gebe ich zu, von Menschen angegangen wurde, dass sie vorher, ich muss sagen, geratscht haben, dass sie empört gewesen sind über den Artikel. Wer hat mir hierin helfen können, wenn einer gegen so einen Artikel geschrieben hat, er Gröning nicht genützt, sondern nur geschadet? Gut gewollt? Ja. Und so könnte ich von hier aus auf viele Punkte zu sprechen kommen. Ich selbst war nie erregt. Ich weiß heute, diese Schmutz- und Schundliteratur, die die Presse von sich aus an die Öffentlichkeit zu lancieren gewusst. Warum, wieso, weshalb, ist mir auch klar. Habe ich gesammelt und das werde ich jetzt zu nützen wissen, indem ich das Buch niederschreiben, warum auch diese Schmutzfliegen existieren müssen, worum es diese nur ging, sondern nur um ein Geschäft, nur darum, weil sie menschenhörig waren und weil sie dem Materialismus verfallen, dem ausgeliefert, weil sie in und mit und auch für ihn leben. Aber so weit will ich auch hier nicht ausholen. Es ist doch aber ein Beweis für jeden, vor allen Dingen für den engsten Freunden, dass Gröning einfach drüber kalt hinweggegangen ist, hat sich gar nichts draus gemacht. Geschweige denn, wenn ich an die vielen Prozesse denke, hat sich gar nichts draus gemacht. Ich musste in allen Fällen meine Rechtsanwälte, die ich seinerzeit hatte, noch beruhigend beschwichtigen. Und für denen alles ausarbeiten und denen alles vorlegen, damit sie nicht viel vor Gericht zu tun hatten. Und doch, wenn ich jetzt etwas sagen würde, ein von zwei Rechtsanwälten,
dann würde jeder von euch umfallen und sagen, wie ist das nur möglich? Und ich habe bis heute noch geschwiegen. Aber das Schweigen, das hat ja seinen Grund. Das werde ich schriftlich festlegen. Und werde ich schriftlich jedem vorlegen. Jeder, ob er daran interessiert ist oder desinteressiert ist, ist gleich, jeder wird es lesen. Was ich für eine Lehre hieraus gezogen habe und wie ich die Beweise herausstelle, warum, wieso, weshalb ich geschwiegen, warum, wieso, weshalb ich mich nicht habe verzerren lassen, doch nur alleine deshalb, um mich von diesem Weg nicht abbringen zu lassen. Leider ist es aber in letzter Zeit vorgekommen, dass wirklich, ich muss sagen, in den letzten Jahren, engste Freunde, wie sie sein wollten, wo ich einmal diesen Ausspruch geprägt hatte, gut gewollt und schlecht getan, dass diese Menschen, die Freunde sein wollten, nur wollten, aber nie den Gedanken aufgenommen, dieses Wort Freund in die Tat umzusetzen, um das zu tun, was dazu notwendig ist, um den Beweis dafür zu erbringen, dass sie ein wirklicher Freund sind. Befreit hat mich keiner, sondern bis jetzt hat mich jeder noch angelegt. Ich denke da auch an Einzelne, die wirkliche Freunde sein wollen, die ein Protokoll abgegeben hatten, dass sie mich nicht entlastet, sondern nur belastet. Also muss ich sagen, gut gewollt, schlecht getan. O Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, liebe Freunde, damit ist jetzt Schluss. Diese Versicherung gebe ich, kann ich jedem geben. Das hat sich aufgehört. Davon habe ich genug gesammelt und davon brauche ich nichts mehr. Ich müsste schon so sagen, ich brauche davon nichts mehr in meiner Schmetterlingssammlung. Da habe ich genug. Und ich möchte nicht, dass ich zu viel Doppeltes da habe. Und das würde mir wieder um die schöne Zeit bringen. Und ich würde mich womöglich darin danach verstricken oder verfahren oder verlaufen. So, von dem habe ich genug. Und wie gesagt, hört das auf. Und diese Sammlung stelle ich ein. Sollte irgendetwas auftauchen, dann weiß ich gleich zu antworten. Dann werde ich nicht mehr darüber schweigen, sondern ich werde das sagen, was ich zu sagen habe. Nun, weil wir heute wirklich, wie ich schon zu Anfang sagte, ich glaube doch sagen zu können, nett zusammen sind, oder nicht? Ja. Ha? Ja. 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 Und es kommt immer so einzeln. Ja, das will ich gerne glauben. Und gerade deswegen, ich bin auch gut dazu aufgelegt. Und freue mich, dass wir heute noch den ganzen Tag beisammen sein dürfen. Und dass wir die Zeit auch richtig nutzen. Nun, bis hierher gesehen, möchte ich doch den Einzelnen zu Wort kommen lassen. Wie gesagt, ich möchte niemanden festnageln, aber dieses Tonband, das jetzt bis hierher besprochen worden ist, verbleibt im Archiv. Es wird nicht gelöscht, das habe ich vorhin oben schon gesagt. Und wer einige Worte dazu beitragen will, dem wäre ich jetzt im Namen aller, im Namen aller Menschen in der heutigen Zeit, Menschen von heute und Menschen von morgen. Das heißt, und auch die übermorgen kommen, für denen sage ich den Freund hier schon meinen herzlichen Dank. Denn es kommt denen zugute, was der eine und der andere zu sagen. Aber bitte, bitte, Freunde, offen und ehrlich sprechen.
betone noch einmal, ich sage noch einmal, ich bin nicht Menschenlehre, ich bin nur Gottlehre. Und ich sammle nicht mehr das, von dem ich schon überschüttet worden bin. Diese Sammlungen haben aufgehört. Und jetzt muss ich zu Handlungen übergehen. Ich werde das Ganze, die ganze Sammlung zusammenzufassen wissen und werde dieses den Menschen unterbreiten. Das heißt, der ganzen Menschheit unterbreiten. Das ist um viel, viel mehr in diesem Werk, in diesem Verein, wie man das nur so ganz kurz betitelt, das heißt amtlicherseits, geht, dass es um viel mehr geht, das glaube ich, ist euch allen jetzt bewusst. Nun wollte ich mal bei dem verbleiben und die Frage, die ich schon weit vorausgestellt hatte, das heißt, dass der ein oder andere das sagen kann, warum, wieso, weshalb er überhaupt hier ist, ob es weiß, ob es nicht weiß, ob es ein Drang ist oder ein Zwang von ihm ist, ob ihn etwas dazu bewegt und sie sich verpflichtet fühlt, dass sie sich hergezogen fühlt oder dass er glaubt, dass es richtig ist oder gleich wie es ist, bitte, ohne Zwang. Es muss nicht zu viel gesprochen werden, aber ich bitte auch nicht zu wenig, sondern so viel wenigstens, dass aus diesem Gesprochenen auch für jeden, der von allem nichts weiß, das entnehmen kann, was der eine oder andere so von Herzen hier zum Besten der gesamten Menschheit zu geben kann. Ich glaube, wir fangen so an, dass unsere Dorothee erstmal was sagt. Da ist die Christel vor, dass sie nicht anfangen braucht. Doch. Wolltest du anfangen? Ja. Ja? Bitteschön. Lieber Bruno, ich möchte dir mein Ehrenwort geben. Etwas Besseres besitze ich nicht. Ich werde stets treu zu dir dienen, zu dir stehen. Ich werde treu zum Werk stehen und treu zu meinen Freunden. Gott möge mir helfen. Und Gott wird auch helfen. So der Mensch daran glaubt, so er den guten, den göttlichen Willen hat, in dem er ja zu leben bestimmt ist, und so er den Glauben an Gott nicht verliert, Gott hilft ihm, glaube er nur. Das Wichtigste ist, liebe Freunde, schweigen zu lernen, wer es noch nicht kann. In sich so viel aufspeichern, ansammeln lassen und Überzeugungen, dass er wirklich überzeugt ist, dann weiß auch er, dass Gott ihm so weit geholfen hat. Ich führe ihn nur. Ich halte nur die Verbindung zu Gott. Und er wird so viel von Gott empfangen. Und dass er sich wirklich von all dem überzeugen kann, was Gott ihm schon gegeben hat. Und dass er dann frei und offen zu jedem Menschen, zu der ganzen Menschheit danach sprechen kann, von dem er sich selbst überzeugt hat. Und das ist das Wunderbare. Das ist die größte Stärkung. Und das Schönste und Größte, was man einem Menschen schenken kann, ist das Vertrauen. Ist der Glaube. Kein irdisches Gut steht höher. Ich möchte nicht sagen, steht hier höher im Kurs. Nein. Das ist das Höchste. Dass der Mensch seiner Nächsten ein Versprechen gibt und dass er glaubt, das Selbstvertrauen, Glauben, das Vertrauen an seine Nächsten, dass er glaubt, dass er dieses auch in die Tat umsetzen kann. Gott wird mir helfen. Ja, alle.
Nur Glauben ist er. Das ist die Bedingung. Ohne Glaube kein Leben. Das habe ich oft gesagt. Ich habe noch viel, viel mehr zu sagen. Natürlich muss dann aber auch jeder folgen. Vor allem, woran er glaubt. Wenn ich was sage, woran im Moment noch nicht glauben kann, und dann ist das Vertrauen schon gebrochen, dann kommt schon das Misstrauen. Da gibt es schon einen Abbau. Da hat es mit dem Aufbau schon nichts mehr zu tun. Da kann man schon diesen Berg nicht mehr gehen. Also Freunde, wie vorsichtig man sein muss. Und ich will euch heute, ab heute, fest in mein Herz anschließen. Enttäuscht mich nicht. Tut das, woran er jetzt glaubt. Ich führe euch. Immer. Nur zu einem. Zum Guten. Nur zu Gott. Vielen Dank, Rüssel. Glaub auch für dich. So, und wer will jetzt was sagen? Es ist gar nicht so leicht, das zu sagen, was das Herz sagen möchte. Du hast auf deinem Tonband in der Weihnachtsrede gesagt, wir sollen uns dahin bewegen, wo wir uns hingezogen, wo wir uns zugezogen fühlen. Ich weiß selbst nicht, was es ist. Ich kann es nicht in Worte kleiden. Es hat nichts mit Zwang zu tun, es hat nichts mit Hypnose zu tun, es hat nichts mit Beeinflussung zu tun. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich weiß nur eins, ich kann dich nicht im Stich lassen. Mehr weiß ich nicht. Ich muss da sein für dich. Das sagt mein Herz und ich glaube fest daran, dass ich immer für dich da sein werde. Du kannst die Gelegenheit ja weiterhin wahrnehmen, um mich noch besser und deutlicher zu erkennen. Ich glaube, liebe Dorothee, dass du mich zu einem Bruchteil schon durchschaut und zu einem ganz kleinen Bruchteil, ganz klein, erkannt hast. Und aus diesem alleine heraus wächst schon die Verpflichtung. Man weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber man tut es einfach. Ich muss bei dir sein, ich muss helfen, ich muss hier sein. Ich kann nicht anders, ich muss. Ja. Das ist ein Drang in die Menschen. Ein Drang in dir selbst. Weil du das Gute willst. Es muss wohl so sein, Bruno. Ja. Es ist auch so ein befreiendes Gefühl dabei, was man gar nicht beschreiben kann, was einfach da ist. Ich kann es in Worte nicht kleiden. Nein, man kann vieles in Worten nicht kleiden. Denn dafür gibt es die Worte noch nicht. Dafür aber existiert die Tat. Denn die Tat bewegt die Menschen ja weiter zu dem, das heißt die gute Tat, weiter zu dem, zu dem er gehört. Er weiß manchmal nicht warum. Er tut es einfach. Weil er es als gut empfindet. Und das Gute in ihm bewegt ihn weiter zu leben. Führt ihn weiter zu Gott. Und das ist es. Ja, und ich habe auch gar nicht das Verlangen, dir ein Versprechen zu geben zu müssen. Es ist einfach so. Mehr kann ich nicht sagen. Du tust es einfach. Ja, es ist sowas Selbstverständliches. Es ist einfach da. Ich halte ja schon, was ich gar nicht versprechen muss. Es ist doch einfach da. Mhm. Ja, das ist auch das, was ich tue. Bitte, ich will deswegen keinen Freund das absprechen. Im Gegenteil, er soll es ruhig aussprechen.
Ich brauche auch einem Menschen kein Versprechen geben. Aber einem, zu dem ich gehöre, der mich hierher sandt, und den habe ich gegeben. Und dazu stehe ich. Aber einmal gegeben, das ganze Leben, das ganze Hiersein dazu zu stehen. Es ist viel, es ist was, es ist das, das überhaupt jeden Menschen bewegen müsste. Ich sage ja, und ihn auch bewegt. So das Gute bejaht. Und auf der anderen Seite, liebe Dorothee, hast du dich auch zu einem Bruchteil von dem überzeugen können, wer ich bin. Zum Bruchteil. Zum Bruchteil. Und wozu ich hier auf dieser Erde bin? Ja, das ist meine Überzeugung. Ob ich nun den Menschen nützlich oder dienlich bin oder nicht, das musst du selbst sagen. Das ist. Du sagst, das ist deine Überzeugung. Ja, Bohne, das ist meine Überzeugung, dass du deinen Körper besitzt, wie du sagst, wir nutzen unseren Körper, die Menschen zum Guten zu bewegen, die Menschen zu bewegen, zurückzufinden zum Glauben, das Schlechte abzuschütteln, sich zum Guten zu bekennen, das Gute zu erkennen und das Gute überhaupt zu erfassen und wieder zurückzufinden auf diesen guten Weg. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, ich habe auch viele Überzeugungen hier in diesem Erdenleben erhalten. Ich habe auch die Überzeugung erhalten, dass wo ich zum Teil in Freundeskreise auftauchten, ob im größeren oder im kleineren Rahmen. Immer wieder wurde ich, wo ich neu auftauchte, mit neuem Schmutz und Dreck angegangen, beworfen, überschüttet, so dass ich immer wieder nur weiter nichts zu tun hatte, als diesen Dreck, der mir erneut entgegengebracht, erneut gesammelt, mit dem ich immer wieder erneut überschüttet wurde, freizumachen. Und da ging die schönste und die beste Zeit verloren, so dass doch ein Teil an auch in meinem Körper haftete, dass auch ich in ein Leid verfiel und dass ich immer wieder alles Mögliche daran setzte, um von diesem Übel frei zu werden, dass Menschen endlich einmal auf das Gute hören und dem Guten folgen. Es war schwer, sind schwere Jahre. Ich habe keinen rosigen, sondern ich habe nur einen Weg zu gehen, einen dornenden Weg. Und dieser Weg ist derart verschüttet, derart versperrt, den muss ich frei machen. Den mache ich frei. Und wenn ich ihn frei gemacht, dann wird er immer wieder aufs Neue versperrt. Denn das Böse lässt nichts fehlen und setzt alles daran, um immer wieder Menschen daran zu hindern, dass sie ja nicht den guten Weg einschlagen. Und erst recht, dass sie diese Hinderungen wahrnehmen und dass sie zu guter Letzt doch den Mut und die Kraft verlieren. Dass sie dann den Gedanken gar nicht mehr dazu aufnehmen, diesen Weg noch weiter zu gehen. Und sie sagen, sie sind feige, mutlos, ratlos, tatlos. Sie sind kraftlos geworden. Ja? Denn das Böse bringt sie um die gute Kraft. Wehe dem, der unter den Einfluss des Bösen steht. Wohl dem, der sich aber dem Guten hingibt, wie er das Gute schon als gut empfindet. Und wie er glaubt, dass er auch dem Guten liegt. Dienen darf. Das ist mehr als Glück. Und das ist ein Segen Gottes. Denn das hat der Mensch sich dann schon verdient. Dass er den Guten, dass er Gott dienen kann. So, liebe Dorothee, ich habe dich sehr gut verstanden. Und wolltest du noch was sagen? Eins möchte ich noch sagen. Oft versteht man dich insofern nicht, weil es manchmal vorkommt, dass du
etwas heftig bist. Ich hab's auch nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich es. Dann ist irgendwo eine Unwahrheit, irgendwo taucht eine Lüge auf, irgendwo taucht eine Ausrede auf. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, er war etwas heftig. Wo, von welcher Ecke kommt jetzt eine Unwahrheit? Wir Menschen erkennen das nicht. Ich weiß aber, dass du das weißt, dass du das fühlst und dass nur das es ist, was dich in Erregung bringt, oder wie soll ich mich da ausdrücken? Ich bin jetzt so weit, dass ich weiß, wo steckt jetzt die Lüge? Es kann nur irgendwo eine Unwahrheit sein, denn er ist jetzt heftig. Sonst bist du nur Ruhe. Nur Güte. Ja, liebe Freunde, da habe ich sehr viel zu sagen. Ich habe auch schon sehr viel gesagt. Nur habe ich Menschen nicht so viel davon zu hören gegeben. Ich habe aber dafür, wie ich schon sagte, hier im Schrank zeigte, einige Tonbänder, die ich vom alten Gerät umspülen muss, die ich vor jenen Jahren besprochen hatte und das bereits festgelegt, was ich festlegen musste, was Menschen überhaupt getan, das niemals den Menschen zum Guten führen konnte. Und dass zu viel gewesen ist, dass ich zu viel erhalte, oder besser gesagt, so viel erhalte, wie ich notwendig habe, um weit vorher und rechtzeitig zu wissen, was im Anzug ist, was Menschen zu unternehmen gedenken, was Menschen beabsichtigen und so weiter. Ich hatte bisher noch nicht die Freunde gefunden, denen ich so viel Vertrauen schenken konnte, indem ich ihnen das gleich sagte. Wenn ich Einzelheiten gesagt hatte, dann habe ich das von einem ganz anderen Ende wieder gehört. Das heißt, wenn ich im Norden was gesagt, dann habe ich es im Süden erfahren. Und wenn ich es im Osten gesagt, dann habe ich es im Westen erfahren. Und wenn ich das irgendwo in der Mitte dieser vier Punkte gesagt hatte, dann bekam ich es von überall zu hören. Liebe Freunde, hier gerade musste ich vorsichtig sein. Ich durfte nicht zu viel sagen. Ich musste schweigen. Und ich muss auch weiterhin schweigen. Und doch will ich engsten Freunden etwas mehr mit auf den Weg geben. Und doch will ich ihnen etwas mehr sagen. Und doch will ich ihnen in viel mehr einweihen, wenn sie wirklich den Guten folgen, von dem einweihen, zu dem sie gehören. Aber das muss sich erst jeder selbst verdienen. Und der Mensch muss es wert sein, dass ich es ihm sage. Sonst gehöre ich auch zu dem, der die wertvollsten Perlen so einfach vor den Zeugen wird. Und das ist das, was ich nicht will, was ich nicht möchte und was ich auch nicht darf. Und deswegen werde ich weiterhin hierin schweigen, aber doch weiß ich so vieles festzulegen, wie ich es auch festgelegt habe. Heftig wird er nur dann, wenn er von einer Lüge angegangen wird. Ja. Und ich muss mich dieser wehren. Und heftig werde ich dann, wenn die eine oder mehrere Personen auch nicht dabei sind, ich habe sofort weg. Dass ich manchmal im Mittendiktat aufgehört, mit der Faust auf den Tisch geschlagen und sage, ich kann jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Also muss ich nur die Zeit merken brauchen und danach nur dem nachgehen und sage, bitte da oder dort ist das und das gewesen. Stimmt ganz genau. Ich konnte auch in Südfrankreich gewesen, es konnte gewesen sein, wo ich wollte. Ich habe es wahrgenommen. Und Menschen nicht daran glauben konnten, weil sie nicht davon überzeugt waren, weil sie sich niemals davon überzeugt haben. Das ist das, was die meisten nicht verstehen, wenn sie sagen, das ist ja komisch, warum ist er denn nun heftig? Das ist ja, die begreifen das nicht.
Ich glaube jetzt so weit zu sein, dass ich weiß, wenn du heftig wirst, steckt irgendwo eine Unwahrheit. Und wenn es nur eine Ausrede ist oder ein Verdrehen einer Sache ist oder ein Wenden wollen oder irgendwas, aber den, bisher habe ich immer den Beweis erhalten. Aha, das war damals. So und so hat das zusammengehangen. Ich sage, tu das mit dem Einwand ab, super, ich hat es bestimmt. Um das Ganze jetzt nicht so hinzuziehen, glaube ich, dass ich wieder kurz fest alles in allem gesehen, was er hier zu dem noch zu sagen hat, was ich bereits schon vorgesagt habe. Das heißt, ich habe mich auch nur kurz gefasst, um das Wichtigste hervorzuholen und die Bedeutung des großen Ganzen gesehen und warum, wieso, weshalb nicht man über alles nachfragen halten muss, um erst das Wissen zu erhalten, warum, wieso, weshalb das notwendig oder überhaupt so sein soll. Denn es hat schon immer seinen Grund, wer schon Erfahrung gesammelt hat, hier im Freundeskreis, der wird wissen halt, wenn er was sagt, dann stimmt schon, dann hat er schon seinen Grund. Nur kann er ihn nicht sagen, will er nicht sagen, darf er nicht sagen, denn es würde überhaupt verfliegen und es würde gleich unter Menschen kommen, ohne dass sich der ein oder andere der engsten Freunde überhaupt dabei was Böses gedacht hat. Denn die Gefahr ist sehr groß, man muss hier, wie ich schon sagte, weiter lernen. Denn es darf nicht jeder alles gleich wissen, was in Aussicht genommen wird und warum, wieso, weshalb das so vorgenommen wird, warum, wieso, weshalb wir zu diesem Schritt übergehen und diese und jene Abmachungen treffen oder aber, dass wir das Rundschreiben rausgeben oder aber, dass wir dieses, das und jenes einführen werden und so weiter und so fort. Denn das ist verfehlt, die Augen und Ohren, die um uns liegen, die sind hell wach und die warten nur auf einzelne wenige Worte und reiben sich dann ihr eigenes. So, nun, lieber Freund Erich, ich glaube, du willst uns auch noch etwas sagen. Ja, lieber Freund Bruno, dazu ist so unendlich viel zu sagen, dass ein langes Tonband nicht ausreichen würde. Aber ich muss weiter ausholen. Wir wissen ja, dass wir nicht nur aus einem Erdenleben miteinander verbunden sind, sondern dass diese Verbindung bereits lange anhält. Nur sind uns die Erinnerungen an das Frühere genommen worden und wir müssen erst in diesem Erdenleben lernen, da wieder anzuknüpfen, wo wir einmal gestanden haben. Ich darf mal kurz unterbrechen, genommen worden. Nein. Der Mensch hatte das in dem vorherigen Leben nicht so in sich gefestigt. Er hat nicht so fest daran geglaubt und er hat das wieder verloren. Es ist ihm nicht wieder in Erinnerung gekommen. Er hatte das nicht in diesen seinen heutigen Körper hineintragen können, um dieses seinem Bewusstsein zu übergeben. Daher ist er unwissend geblieben. Daher sage ich, von nun ab wird's ernst. Ihr müsst es nur richtig verstehen. Und so ihr das Gute jetzt beherzigt, werdet ihr es immer bei und auch in euch tragen. Und so wie der Wechsel des Körpers vorkommt, werdet ihr das immer wieder mitbekommen und später in einem anderen Erdenleben, wenn er wieder mal auftaucht, in einem noch sehr jungen Körper, werdet ihr so viel Gutes, Wahres von euch geben, dass jeder Mensch darüber sprechen wird und auch sagen wird, das ist ein Wunderkind. Wohlverstanden. Der hat das mitbekommen. Also der hat es in den vorherigen Leben in sich zu festigen gewusst. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen soll es jetzt ernst werden. Ihr sollt zur wirklichen Tat übergehen und sollt wirklich das tun, was ihr hier zu tun habt.
Sonst ist das vergeudete Zeit. Ihr könnt immer wieder zur Erde kommen, immer wieder einen anderen Körper haben und immer wieder wisst ihr von nichts. Immer wieder müsst ihr von vorn anfangen. Also ich wollte das nur in kurzen Zügen nochmal klarstellen. Bitte. Es ist aber so. Und es ist auch sicher, dass wir uns in einem solchen Zeitenumbruch befinden, dass man eindeutig für das eine oder für das andere Stellung nehmen muss. Wir haben uns hier überzeugen können, dass du auf der Seite des Guten, des Göttlichen stehst. Das beweisen alle deine Taten, das beweisen alle die Leute, die von Belastungen befreit worden sind. Es steht ja schon in der Bibel, an den Früchten sollen wir sie erkennen. Ich habe erkannt, dass du unser großer Freund und Meister bist. Und ich habe dir versprochen, dass ich dir folgen werde. Und ich werde mein Versprechen halten. Ob ich die Aufgabe lösen kann, die du mir überträgst, das steht in Gottes Ratschluss. Und ich glaube und hoffe aber, dass ich die Kraft dazu erhalten werde. So du das Gute willst und immer zum Guten stehst, sage ich ja. Nur zweifle nicht, auch nicht in einem Punkt. Glaube, dass du es schaffst. Danke dir. Na, unsere liebe Anni. Liebe Bruder, warum ich heute hier sitzen darf, unter deinen engsten Freunden, das muss ich ehrlich bekennen, verdiene ich gar nicht. Denn bisher, da habe ich es mir eigentlich recht leicht gemacht. Ich gestehe es heute ganz offen und ehrlich ein. Ich habe mir so gedacht, als die Frau meines Mannes, da tue ich eben das, was er mir anschafft, ich helfe ihm und wie sonst seine Lebenskameradin, bin ich auch die Kameradin in diesem Sinn, dass die Arbeit, die er übernimmt, ihm zum Teil abnehme, so wie ich es eben vermag. Nun, da ich deine Worte gehört und ich sehe jetzt deutlich, du sagst uns immer, nun wird es ernst. Jetzt weiß ich auch, mit dieser faulen Ausrede nur mitzulaufen, geht das nicht mehr. Sonst bin ich es wirklich nicht wert, hier zu sitzen. Also muss ich mich ändern. Ich muss jetzt selber alles daran setzen. Es nicht nur so zu tun, wie mir jetzt mein Mann sagt, sondern aus Überzeugung zu handeln. Mich zu überzeugen, warum so und so gehandelt wird. Auf eines bin ich heute schon gekommen. Immer hat mich die Dankbarkeit. Ich war ein unglücklicher, kranker Mensch, in dessen Körper die Unordnung so weit Platz gegriffen hat, dass mich Ärzte aufgegeben haben. Ein berühmter Professor in München hat sich sogar geweigert, mich noch zu operieren, um von dem Leid befreien zu können, weil er sagte, diese Frau hält nicht mal die Narkose aus, solche Operationen machen. Also von Furcht gezeichnet wurde ich von vielen Menschen erkannt und beobachtet. Ich selbst wollte gut, weil ich mich am Leben verzweifelte und den Worten meines Mannes keinen Glauben schenken konnte. Dass alles, auch die Trennung
was drin steht und man daran überhaupt nichts deuten kann. Es hat viele Jahre Zeit gebraucht. Und ich habe viele Vorträge von dir, Bruno Gröning, gehört und in mich aufgenommen. Und nur deine Worte haben die Worte meines Mannes unterstützt, dass ich doch endlich glauben und vertrauen konnte. Und damit wurde ich wieder ein glücklicher, gesunder, froher Mensch. Ich fand Freude an allem, auch Freude anderen zu geben, so wie ich das früher schon kannte. Und nun stehe ich in einem Kreis von lieben Menschen und fühle mich glücklich und habe mir bis heute gedacht, ja, so ist es gut. Aber ich sehe ein, ich bin ein großer Egoist und müsste mich schämen, dann würde ich nämlich deine Worte nur halb befolgen, sondern was ich erfahren habe an mir selber, das muss ich weitertragen. Das muss ich meinen Mitmenschen, die mir zugeführt werden, auch erklären und sagen, und das ist wohl die wichtigste Aufgabe. Nicht nur journalistische Arbeiten, die mir mein Mann vorlegt, zu erledigen, sondern unser Werk, das du ins Leben gerufen hast, zu dienen, da muss ich mir. Da muss ich von dem, wovon ich mich überzeugen konnte, anderen Menschen mitteilen und sie zu überzeugen. Und von heute ab, liebe Bruno, will ich dieses nicht mehr aus dem Auge verlieren. Und alle Hilfe suchen die Menschen, denen ich begegne, will ich mit Liebe, so wie du es mit uns ja immer wieder gemacht hast, genau so verfahren und ihnen meine Erfahrungen in Liebe und in Geduld mitteilen, damit sie auch dahin kommen, wo ich heute stehe. Ich verspreche es dir aus ganzem Herzen. Danke dir, liebe Anja, für diese so lieb gesprochenen Worte. Vielmehr danke ich dich dafür, dass du zur Kenntnis überzeugend gekommen bist, was dir das Hiersein, das Erdenleben, was dir das Werk, das ich ins Leben rufen durfte, nicht. Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Und so viel Erkenntnis hast du gesammelt, und das ist auch das, wie es sein soll, immer zur Wahrheit stehen. Jeder eine und der andere die Wahrheit an sich selbst und auch an seine nächsten Erfahrung hat, von dem er sich überzeugen durfte, weitergegeben hat. Nicht um Propaganda zu machen, sondern der Wahrheit zu dienen. Den Menschen das sagen, denn damit ist ihm geholfen, denn von da ab beginnt auch er zu glauben. In Ruhe die reine Wahrheit sagen, ich habe nie glauben können, denn ich war von Menschen aufgegeben. Versucht haben sie alles. Und zuletzt haben sie gesagt, da können sie ja nichts machen. Und so nach und nach, deswegen hat es doch einige Zeit gedauert, bis du soweit warst, wo du heute bist. Ich brauche dich gar nicht wundern, dass du hier in den engsten Freundeskreis sein darfst. Ich bewahre auch weiterhin die himmlische Ruhe, die himmlische Geduld. Aber auch das möchte ich von jedem Freund, dass er sich nicht verliert. Aber erst muss er sich in sich aufnehmen. Erst muss er von diesem Wort Wahrheit überzeugt sein. Jetzt muss er Erfahrung sammeln, um Erfahrung gemäß auch seine Nächsten belehren, heißt, bekehren zu können, um ihm dann auch damit zu helfen, ihn zu führen, auf dem Weg, die alle geführt werden sollen. Denn auf diesem Weg, von da bin ich hierher gekommen, ich gehe nur zurück,
nach und nach zurück und nehmen ein großes Gefolge mit. Nun, glaube ich, habt ihr mich noch besser verstanden. Ich werde später, so ihr mich besser versteht, deutlicher werden. Ich darf nur heute noch nicht zu deutlich werden, dann würdet ihr mich wieder nicht verstehen. Es ist sehr schwer, mich überhaupt zu verstehen. Aber ihr lernt es, dieses eine Wort verstehen. Ich verstehe, und so versteht ihr heute gut. So, unser Freund Ludwig, obwohl ich oben gesagt habe, man muss nicht durchaus auf auch ein Ja und Nein zu sagen, aber es würde nicht schaden, lieber Freund Ludwig, wenn du uns doch auch einige, wenn auch wenige, dafür gute, herzliche Worte übermittelst. Lieber Freund, so, ich bin glücklich und freudig gelebt, dass ich diese schöne Stunde mit dir und unseren lieben Freunden verbringen durfte. Du weißt, ich bin kein Redner, ich kann nicht reden. Das hat schon die Alten, Ludwig der Schweiger, aber ich stehe treu zu deinem Werk und werde meine ganze Kraft zur Verfügung stellen. Ich werde dir immer folgen. Gott hilft mir das. Ja, von Ludwig. Einiges. Das war nicht weniges, habe ich schon wahrgenommen. Dass du wirklich Worte brauchst. Aber anstelle du diese Worte sprechen ließ, ließ du zur Tat wieder. Es war dir wirklich, vor allem in den letzten Monaten, kein Weg zu weit, keine Zeit zu schade. Und du hast dich selbst mit deinem Wagen und deinem dir auf Dauer verdienten Geld immer hier den guten Berg zur Verfügung gestellt. Wo ich dir hier auch meinen herzlichen Dank, den Dank im Namen aller aussprechen werde. Ich weiß, dass Taten, wie unser Freund Dorothee Ludwig, auch schon sagen, ich kann nichts versprechen, ich kann es nur tun. Und das ist ja auch das Wichtige, es schadet nicht, wenn man dazu das Versprechen gibt, dass man sich offen dazu bekennt und sagt, ich kann es mit ruhigem Gewissen versprechen, denn ich weiß, ich tue es. Aber es schadet auch nicht, wenn man sagt, ich brauche nichts versprechen. Und ich fühle mich verpflichtet, es zu tun. Und ich glaube, dass ich schon einiges in die Tat umgesetzt habe und ich konnte davon nicht ab, auch weiterhin hier in diesem Werk zu helfen. Und das ist richtig. Ich glaube, daran wird es auch verstanden werden. Nun, unser lieber Anni, unser Tölzer, soll auch was sagen, nur nicht zu ausschweifen, das muss nicht so viel sein. Ganz kurz, Mark. Nur für mich bist du tatsächlich die Vokabeln und der Inhalt dessen, was ich mir immer gewünscht und den ich immer, das ich immer gesucht habe auf der Welt und in meinem ganzen ersten Leben wie jetzt. Der Mensch, der wirklich voll auch hinter dem steht, was er sagt. Und nicht bloß Worte gebraucht und danach was ganz anderes tut, wie es so meist in der Welt ist. Und so habe ich gerade auf dem Weg, auf meinem Lebensweg, der immer ein Suchen nach der Wahrheit war, dich gefunden. Das heißt, ich wurde eigentlich zu dir geführt. Und so habe ich gefühlsmäßig, muss ich sagen, erstmal dich erkannt. Und dann durfte ich sogar durch einige Dichte, wie man sagt, ich konnte manches sehen, habe ich wieder die Bestätigung bekommen, dass ich mich selbst nicht täusche. Ich habe auch durch dich erst mich selbst kennengelernt, auf meinen schwachen Seiten, die ich auch immer habe noch, ich stoße immer wieder drauf. Und so bin ich dir unendlich dankbar, Bruno, dass du für mich der Wegweiser und überhaupt der Mensch geworden bist, der mich Himmel an, steil Himmel an, zu Gott führt. Manchmal allerdings bin ich ein bisschen ängstlich, wenn ich so vor der Gemeinde stehe, Gemeinschaft stehen soll, den Menschen führen, dann habe ich oft in mir momentan eine Sorge, bin ich denn überhaupt schon so sicher in mir, dass ich auch wirklich den Menschen das geben kann. Und da
bitte ich innerlich dich, du möchtest mir die Hand geben, dass ich wirklich das erfüllen kann, um auch dem Werk, dir und den Menschen zu dienen und meinen Weg zu Gott finde und gehe, ohne Zögern. Liebe Anne, du sagst da, dass ich für dich wieder Mensch geworden bin. Nein, für dich nicht. Für jeden Menschen bin ich wieder. Mensch geworden. Deswegen muss ich nicht sagen, wer ich bin, sondern ich muss das tun, wer ich bin. Und nun bitte dich nicht falsch zu verstehen. Ich bilde es mir nicht ein. Ich tue es einfach. Und daher gehe ich zu diesem Ernst über, dass ich sage, die Erfahrung, die ich hier von Menschen bis jetzt gesammelt habe, sind ausreichend dafür, der gesamten Menschheit dahingehend zu überführen, wie viel Übel sie nicht nur in sich tragen, sondern auch mit sich tragen. Dass sie nur das Übel, nur das Böse wollen und das Gute verleihen. Wir nur hier, um den Menschen zur Ordnung, wir nur hier, um den Menschen zu Gott zu rufen. Es geht niemals aus einer Einbildung heraus. Ich habe mich nie zu erkennen gegeben. Und das werde ich auch nicht. Tarnen, tarnen, tarnen. Und deswegen sage ich mit Recht, ich bin doch nur Mensch. Ja, hier muss ich so viel Menschliches aufnehmen, hier muss ich so viel Erkenntnis sammeln, um dem Menschen mit all dem zu begegnen, wie er es bisher gewohnt, nicht nur zu leben gewohnt war, sondern überhaupt zu tun gewohnt war, wie er in dem Glauben lebte, dass Leben, wie er es lebt, doch das Richtige. Die Hand, liebe Anni, brauche ich dir nicht extra zu reichen. Die Hand habe ich euch bereits gereicht. Und nicht nur, dass ich euch in der Hand führe, sondern dass ich euch mit dem Herzen führe. Und das ist nämlich das Wichtigste, dass der Mensch mit dem Herzen, mit der großen, mit der göttlichen Seele geführt wird. Es gibt kein Spiel, Ehren. Es gibt auch nicht viel Gerede, sondern es muss das geschafft werden, was zu schaffen ist. Und daher rufe ich jeden Menschen zur Besinnung und ich reiche jedem diesen eine, meine Hand, um ihn wirklich zu führen. Und ich weiß, dass ich ihn nicht falsch führe, wie ihr ja bei weitem schon zum Teil erkannt habt. Dass ich euch nur zum Guten führe, nur zu Gott. Und jetzt braucht ihr nicht zu zweifeln. Ihr braucht nicht verzagen, ihr braucht nicht klagen. Steht immer zur Wahrheit. Aber jetzt bitte ich euch, liebe Freunde, überzeugt euch von diesem Wort Wahrheit. Was Wahrheit ist. Und das ist das Wichtigste. Ich bin sehr erfreut darüber, dass ich doch die Wahrheit erfahren, auch heute von euch, ihr meine Lieben, dass ihr offen und ehrlich gestanden, wie unsere beiden Annies hier, auch ehrlich sagt, ja, die hatten Fehler und haben noch Fehler und möchten frei sein von diesen, ja, davon könnt ihr frei sein, wenn ihr gut und immer fragt. Nicht fragt, sondern einfach folgt. Ich kenne ja den Weg. Nun, liebe Freunde, da das Tonband jetzt nicht mehr sehr lang ist, möchte ich mich noch auf das Wichtigste beschränken.
Erstaunt ist jeder von euch, was in den letzten Monaten eingetreten, was in den letzten Monaten geschehen. Und dass auch einiges auf, könnte ich sagen, auf die Probe gestellt gewesen, dass Menschen geprüft wurden, ob und inwieweit sie doch zum Guten stehen. Mein Schweigen, wie es weit zurückliegt, gewesen hat viele Menschen, sogar Freunde, dazu veranlasst, etwas übermütig zu werden, die sich dann, die noch nicht fest im Glauben gewesen, sich in einem Glauben versetzen, er könne es nicht wissen, sonst hätte er was gesagt. Ich habe so oft in den Vorträgen, so oft diese meine Lehre jeden Freundeskreis kundgetan, dass ich nicht alleine geprüft, sondern jeder geprüft sei. Ich natürlich mit dem Unterschied, dass ich es weiß. Ich werde vieles, vieles dulden müssen. Ich habe oft gesagt, nicht nur jede Stunde, sondern deutlicher gesagt, jede Sekunde. Denn ich darf in keine Fehler verfallen. Und das bin ich auch nicht nur, haben Menschen mich nicht verstanden. Und ich habe vieles, vieles dulden müssen, um sie erstmal gehen und tun zu lassen, was sie zu tun beabsichtigt. Auch dann, wenn sie sich ihr eigenes Ziel gesetzt hatten, dieses auch mal zu erreichen. Diese besondere Wünsche, wie besondere einzelne Ziele, die der Mensch sich selbst setzt, das sind nicht die Ziele und ist nicht das Ziel, dass der Mensch dadurch das Gute erreichen kann. Das sind Ziele irdischer Art. Das sind Ziele, die der Mensch sich im alltäglichen Leben immer wieder neu setzt. Selbst nicht mal daran glaubt, nur wenige glauben, und die dann auch das Ziel, das sie sich selbst gesetzt, erreichen. Aber darum geht es mir auch noch nicht. Es geht um noch viel mehr. Es geht hier darum, bitte, liebe Freunde, stellt euch doch nur einmal die Frage, was habe ich selbst, soweit ihr mich jetzt kennengelernt habt, an privatem Leben, an das Leben, was ihr noch als privat bezeichnen könnt und wie Menschen doch noch in Freiheit leben, wie Menschen doch noch ein sorgenloses Leben führen. Nicht, dass ich es will, nicht, dass ich das herbeisehne. Nicht, dass ich den Wunsch habe. Nein, ich habe den Wunsch nicht. Genau gesagt, wisst ihr ja noch gar nicht, wie ich lebe. Ihr habt mich nur nicht ertappt, in China, etwa dann, wo ich zu den Filmen gegangen bin, das Gewand und Kovadis und so ähnlich gute Filme, die tatsächlich hier für alle Menschen von großem Wert sind, dass ich die mir angesehen habe, noch ein, zwei, dreimal und mehr. Das schon. Aber sonst bin ich doch zu nicht übergegangen, sonst habe ich doch ein wirkliches Privatleben nicht geführt und nicht führen können. Wozu ich auch heute noch nicht imstande bin und auch nie dazu übergehen werde, ein wirkliches Privatleben zu führen. Denn ich will es nicht. Ich will nicht so leben wie Menschen, das Leben verleben. Wer das Gute, das Göttliche erleben will, muss ganz anders sein. Aber das sagt nicht das Äußere, sondern das Innere eines jeden Menschen. Wie es tut. Ich kann mit recht sagen, wo ich nicht viel schlafe, ich gehe mit dem Schlafen, ich stehe mit dem ab. Mit dem,
was jeden Menschen angeht, mit dem, was mein Hiersein, was meine Mission, was meine Berufung bedeutet. Und das andere muss ich so nebenbei tun. Wie gesagt, wer dieses Leben so kosten würde, der würde sagen, nein, das kann ich nicht. Aber darum will ich ja niemanden von euch bringen. Ihr könnt euch weiter daran halten, ihr könnt weiter so leben. Natürlich wird euch das ein und das andere, was ihr bisher noch als privat gekannt und bezeichnet habt, auch zum Jubel werden, dass ihr sagt, nein, das mache ich nicht mehr. Diese und jene Unterredung, dies und jene Gequatsch, diese und jene Unterhaltung, nein, das gefällt mir nicht mehr. Das ist nicht, ich empfinde das für zu dumm, zu schmutzig, Zeitvergeudung. Da gehe ich lieber spazieren, da gehe ich lieber in Gottes freie Natur. Dieses Empfinden haben heute schon viele, viele Freunde erhalten. Aber zwingen will ich niemanden. Er soll das selbst erkennen. Er soll selbst dazu übergehen. Und wie dankbar müsste doch der eine und der andere sein, der von dem Übel, das er Krankheit nennt, bereits befreit worden ist. Woran weder er noch seine Nächsten, woran auch viele Menschen zu glauben kommen. So, nun, meine lieben engsten Freunde, ich glaube, euch so viel gesagt zu haben, dass dieses Werk euch doch mehr bedeutet, als das, was ihr bisher angenommen habt. Seid offen, habt ihr so weit glauben können, dass es so weit um sich greift und dass dieses Werk dazu ins Leben gerufen worden ist, alles, aber auch alle Lebewesen hier zu erfassen, um den Menschen von morgen das Leben zu geben, so wie es nicht der Wille des Menschen, sondern wie es der Wille Gottes ist. Aber ihr sollt heute Gott erkennen, lernen, Gott erkennen können, damit ihr es den Nächsten von morgen sagen könnt. Ich sage ja, ich müsste viel, viel weiter ausholen, um so deutlich zu werden, aber da reichen all die Tonbände, die ich hier in diesem meinem Haus heute habe, nicht aus. Und eure Geldbörse auch nicht. Das führt so weit, dass tatsächlich ihr alle nicht in der Lage seid, diese Tonbänder vorzutragen, die ich voll zu besprechen habe. Und dann sage ich noch, ich habe noch nichts gesprochen. Aber das will und das werde ich tun. Ich werde ein Tonbandarchiv aufstellen, dass den höchsten Wert, den Wert aller Menschen wieder neu einnimmt. Dass auch dieses All das gesprochen ist, dass auch späterhin noch in der Schrift festgehalten werden wird und festgehalten werden kann, dass ich den Kommenden, das heißt, die wir heute ins Leben rufen, die wir heute den Menschen führen, wir heute den Menschen das Gute mit eingeben, dass ich euch die gute Saat mitgebe und ihr schon ein Träger dieser sein könnt, um die Saat zu übergeben, indem sie aufzugehen hat, der später dann dieses Werk führen wird. Und der wieder den weiteren Auftrag erhalten wird dafür, dass dieses Werk nicht in Unrechte, nicht in die schlechten Hände geriet, wie das Werk Christi, das er selbst seinerzeit ins Leben gerufen hat, nicht wieder in die Hände der Sünder, nicht wieder in die Hände der Bösen, nicht wieder in die Hände der Geschäftemacher fällt. Liebe Freunde, dieses darf, dieses Mal nicht eintreten. Und ich sage, es wird auch nicht eintreten, wenn wir heute zu dem Ernst des großen Ganzen übergehen. Ich mache keine Sprüche. Denn mir ist jedes Wort, wie auch jede Tat, mir ist mein Hiersein das Allerheiligste. Und wer dieses, das Leben, das Hiersein noch nicht als das Allerheiligste empfunden hat, der ist eine arme Kreatur, muss ich sagen. Ich gebrauche dieses Wort nicht gerne. Er ist eine schäbige Kreatur, die nur lästig ist,
die den Menschen nur zum Unguten, nur zum Bösen führt. Aber diese werden wir auszumerzen wissen, das heißt, so weit sie beiseite zu stellen wissen, dass wir sie so weit dahingehend sortieren und sagen, du hast hier noch nichts zu suchen. Du musst erst von so vielem Guten erfahren, du musst von so vielem Guten erst wissen, was das Gute mit dir gemeint und wie du dich selbst dem Bösen verschrieben und heute dem Bösen dienst. Du kannst frei werden. Und das ist meine Hauptsorge überhaupt, dass ich mich um die Seele, die das rein Göttliche in dem Menschen, in jedem Lebewesen ist, kümmere und sorge, dass die Seele frei wird, dass sie nicht mehr belastet wird von den vielen Bösen und dass sie sich selbst wieder öffnet und dass der Mensch und jedes Lebewesen die wahre göttliche Sendung empfangen kann. Sagen wir ruhig, ich bin der kleine Seelbürger. Ich sorge mich um die Seele, ich öffne sie und ich weiß, wie sie zu öffnen ist. Den Menschen zu befreien. Viele Freunde sagten bisher immer, ja, das ist zu schwer, der ist mir nicht angenehm, der redet mir zu viel. Und er tut zu viel dieses, das und jenes. Er hat mit diesen und jenen Umgang. Nein, mit dem wollen wir in unserem Freundeskreis nichts zu tun haben. Da sage ich dir, Fall von Kopf, da bist du ein Faulpelz, da bist du ein Taugenicht, wenn du das nicht übernimmst und diesen Menschen so nach und nach, so wie himmlisch die göttliche Ruhe in dir aufgenommen hat, den Menschen doch zum Guten bewegst. Da liegt ja die Hauptaufgabe drin, denn ihr wart ja alle nicht so rein. Und die meisten waren überhaupt nicht rein, sie waren nur unrein. Und ich habe sie von dem Unreinen so weit befreit, dass sie heute rein sein können. Gott gibt und Gott gibt, dass der Mensch auch immer zur Reinheit stehen kann. Es fragt sich nur, ob der Mensch es will. Aber man muss ihn immer wieder angehen. Und wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal zum Schluss. Dass es tatsächlich hier auf jeden Einzelnen, vor allen Dingen von, auf den engsten Freunden ankommt, dass er sich die Arbeit und die Mühe macht, um den Nächsten, diesen armseligen hilft, der da so verkrampft, bei dem sich die Seele bereits geschlossen hat. Und nun, liebe Freunde, muss ich schließen, da das Tonband. O Vater im Himmel, ich traue dir blind, ich folge dir in Freude und Leid. Erquickung und Frieden schenkst du deinem Kind, bist liebend zum Helfen bereit. Ich will dir nur folgen, du leitest mich treu, bedeckst mich mit liebender Hand. Jesus, führ mich in den Tod,
dich mal. Komm heute, mein Freund, such in Jesus dein Heil. Er ging auch für dich in den Tod. Erlösung und Freiheit, sie werden dein Teil. Du findest den Weg heim zu Gott. Lass heute dich rufen aus Irrtum. Vertrau doch dem Heiland, der